Hey, ich freue mich sehr, dass du bei diesem wichtigen Thema eingeschalten hast, dass du das Video angeklickt hast. Ich habe jetzt schon einige Videos gemacht zum Thema Körper, Abnehmen, Gewicht, Körpergefühl, Körperbewusstsein und wollte heute ja darüber sprechen, wie so mein Weg war oder was ich so beobachte in meinem Umfeld, in meiner Praxis zum Thema Körper, Körperlichkeit, als ich begann, meinen Körper zu lieben. Und das ist so ein wichtiges Thema, weil es einfach so verbreitet ist. So viele, vor allem Frauen, hassen ihren Körper, fühlen sich nicht gut genug mit ihrem Körper. Da ist ganz viel Scham. Ich habe bei mir selbst beobachtet, dass mein Selbstbewusstsein an mein Gewicht gekoppelt ist. Wenn ich weniger wiege, habe ich mehr Selbstbewusstsein. Die Schönheit. Ja, da gibt es so bestimmte Vorstellungen, wie jeder auszusehen hat. Ich habe selber ein eigenes Bild, wie ich auszusehen habe oder damit ich gut aussehe. Es ist in den Medien, in den Hochglanzmagazinen sehr verbreitet, da irgendwelche Ideale aufzuzeigen, Photoshop behandelte Körper und ja, reduziert auf den Körper. Viele Frauen, über 90% der Frauen, haben schon mal eine Diät gemacht. Und Diät bedeutet Verzicht, bedeutet, dass der Körper malträtiert wird, nicht nur der Körper, auch die Seele. Bedeutet, mir das Gefühl zu geben, ich bin nicht so richtig, wie ich bin. Es wird von vielen auch oder von der Seele auch als Bestrafung wahrgenommen. Und der Fokus ist auf etwas gerichtet, dass ich ablehne. Das, was ich nicht habe, das wird genährt. Ich habe nicht die Schönheit, deswegen muss ich abnehmen. Und viele Frauen scheitern. Ja, wenn du auf etwas verzichtest, dann kannst du es vielleicht für eine bestimmte Zeit, aber irgendwann will dann das Leben wieder gelebt werden und das Leben unterstützt die Sachen, die sich gut anfühlen und nicht die Sachen, die sich schlecht anfühlen. Und dann hat man einen Misserfolg nach dem nächsten, gewisse sogenannte Jojo-Effekt und dann hast du noch mehr Grund, dich zu hassen und deinen Körper. Aber wie ist nun der Weg daraus? Wie kommen wir da raus aus dieser Falle? Das Wichtigste ist, dass wir anfangen, uns nicht mehr vom Außen vorschreiben zu lassen, wie wir auszusehen haben. Dass wir nicht mehr die Erwartungen der anderen erfüllen wollen. So oft sind wir mit unseren Handlungen bei den anderen. Was denken die über uns? Gefalle ich denen? Ja, und es ist alles so im Außen. Ich möchte etwas im Außen erfüllen. Und damit aufzuhören, das fühlt sich befreiend an. Wenn ich meinen Körper als Tempel verstehe und als Spiegel meiner Seele. Ja, wenn ich mir Gutes tue, wenn es mir gut geht, dann geht es auch meinem Körper gut, dann fühle ich mich auch in meinem Körper wohl. Und deshalb ist es so wichtig, dahinter zu schauen. Hinter all die Muster und Mangelgefühle, die es da so gibt und die da so rumschwirren.
Du kannst nicht nur am Körper was verändern. Oder an der Seele. Das gehört beides zusammen. Das gibt es nur zusammen. Körper und Seele, Körper und Geist. Also deine Gedanken formen auch deinen Körper. Und deswegen ist es so wichtig, und das ist ja auch das, wo wir eigentlich alle hinwollen, glücklich zu sein und Dinge zu tun, die uns glücklich machen. Und dann darauf zu vertrauen, dass der Körper da mitzieht, ja. Es geht darum, sich wohlzufühlen im Körper, ja, das Körperwohlgefühl, eine Ausstrahlung, ja, und das mit dem Körper sein, der Fokus sollte nicht auf die Schönheit im Außen liegen, sondern auf der Gesundheit und auf dem Körperwohlgefühl, ja, und wenn du das hast, wenn du dafür sorgst, dass du glücklich bist und wenn du gesunde Sachen zu dir nimmst, gute Sachen zu dir nimmst, ja, wo du dich wohl mitfühlst, dann kommt die Ausstrahlung von ganz alleine und dann ist es dieses innere Strahlen, ja, weil die Schönheit ist unabhängig vom Körpergewicht. Wenn du wirklich das als aus der Erfahrung heraus geschehen lässt. Ich habe zum Beispiel irgendwann gemerkt, wenn ich Kuchen in mich reinstopfe, wenn ich Kuchen esse, zu viel Kuchen esse, dann fühle ich mich nicht gut damit. Und das wahrzunehmen und dann dadurch den Kuchen zu lassen, dann geht es in die richtige Richtung. Ich habe zum Beispiel am Anfang, ja, ich habe ja auch ein Video gemacht, ich finde meinen Körper abstoßend, wo ich sehr ehrlich zu einem aktuellen Moment gesprochen habe, in dem das ganz stark so war. Und dass es auch wichtig ist, das so anzunehmen, aber da nicht stehen zu bleiben. Ja, und wenn ich den Satz nehme, ich finde mich abstoßend, und dann irgendwie gute Affirmation oder ich sehe mal alles positiv und dann daraus mache, ich bin wunderschön und dann mit diesem Satz durch die Welt laufe und versuche mich zu überzeugen, dann ist einfach der Schritt ist einfach zu groß, die Diskrepanz ist zu groß. Das funktioniert nicht, das glaubt meine Seele nicht. Ja, mein Inneres. Wenn ich jetzt bisher immer dachte, ich finde mich abstoßend und auf einmal so, ach, ich bin wunderschön. Und deswegen geht das so Schritt für Schritt, diese Verwandlung. Ja, und ich bin da auf dem Weg und ich habe halt für mich jetzt zum Beispiel den Satz gefunden, ich liebe mich jeden Tag mehr und mehr. Ich nehme meinen Körper jeden Tag mehr und mehr an. Das stimmt, das kann ich sagen. Und ich mache auch zurzeit eine Übung, die mir sehr viel Freude macht, wo ich sogar schaffe, Körperteile, die ich sonst nicht so schön finde, die ich ablehne, anzunehmen. Und zwar, das mache ich mehrmals am Tag, immer wenn es mir einfällt, dann lächle ich jeder Zelle meines Körpers zu. Kannst du direkt mal ausprobieren, einfach diesen Satz sagen, innerlich oder auch laut, ich lächle jeder Zelle meines Körpers zu. Und dann spüren, was das mit deiner Seele macht, was das mit deinem Körper macht. Und manchmal, wenn ich mehr Zeit habe, dann gehe ich jedes einzelne Körperteil auch durch, besonders die ich nicht so mag. Und ich merke, dass sich dadurch was verändert. Es verändert sich auch dadurch was, dass ich mehr darauf achte, was ich in mich hinein nehme, was ich zu mir nehme, was ich esse. Ich esse lebendige, gesunde, wohltuende Nahrung. Leckere Melone, Papaya, Äpfel, Tomaten, Gurken. Weil ich merke, das tut mir richtig gut, das tut meiner Seele gut. Mein Körper fühlt sich danach total gut an. Rohe, pflanzliche Nahrung. Ja, ich nehme nicht mehr die Ängste der getöteten Tiere in mich auf. Und das macht einen Unterschied. Was ich in mich hineinführe, was ich esse.
Und mit den Affirmationen gehe ich Schritt für Schritt auf ein neues, hebe ich mich Schritt für Schritt auf ein neues Level der Selbstliebe. Weil das ist eigentlich das, worum es wirklich geht, was der innere Motor sein sollte für alles. Ja, deine Selbstliebe für dich selbst. Am Ende möchte ich jetzt noch eine große Erkenntnis mit dir teilen, und zwar zum Thema Eigenverantwortlichkeit. Ich übernehme die Verantwortung dafür, wie es mir geht. Lass nicht das Außen bestimmen, wie es dir geht. Lass nicht das Außen bestimmen, was du zu tun hast. Du kannst vielleicht nicht beeinflussen oder nicht immer beeinflussen, was dir passiert oder ja, wem du begegnest, was du erfährst. Aber du kannst bestimmen, wie du darauf reagierst. Das kannst du üben. Ich übe das. Ich übe das. Wenn ich ein Werbeplakat sehe oder eine wunderschöne Frau, dann kann ich entweder denken, oh, ich bin nicht so schön wie die, oder ich kann einfach denken, ah, da läuft eine Frau und die ist wunderschön. Und wenn ich ihre Schönheit sehen kann, dann habe ich die auch. Und dann sehe ich auch meine Schönheit. Also ich kann mich klein machen. Ich kann den äußeren Auslöser nehmen, um mich klein zu machen, um mich klein zu fühlen. Oder ich entscheide mich dafür, das als Anstoß zu nehmen, auch meine Schönheit zu sehen. Und ich bin mir sicher, du kannst noch so viel von deinem Körper hassen, dass es irgendetwas an dir gibt, was du annehmen kannst. Und da an diesem Punkt fang an. An diesem Punkt setz an. Ich kann dir sagen, es gibt immer auch eine angenehme Seite in allem. Immer. Das ist die Polarität dieser Welt. Du kannst dich darauf konzentrieren, das Schlechte zu sehen. Oder du kannst dich darauf konzentrieren, das Gute zu sehen. Das Wohltuende, sage ich immer lieber. Und es ist ganz dicht beieinander. Es ist ganz dicht beieinander. Und ja, es ist ein aktives Üben, gerade wenn man anfängt. Aber allein es zu bemerken, ah, jetzt habe ich mich schon wieder klein gemacht. Ah, okay. Das ist schon ein total wichtiger Schritt. Und wenn wir immer versuchen, immer öfter das Wohlwollende zu sehen, dann leben wir uns immer mehr in das glückliche Leben hinein. Am Ende möchte ich noch eine Tatsache aussprechen, die im ersten Moment vielleicht schmerzhaft ist, aber die auch gleichzeitig so befreiend ist. Wir sind das Opfer von niemandem, es sei denn, wir lassen es zu. Ich danke dir sehr fürs Schauen und ich lade dich auch ein, die Welt zu verändern, die Veränderung zu sein, die du dir wünschst. Und teile das Video gerne, wenn du diese Botschaft unterstützenswert findest. Lasst uns die Welt verändern gemeinsam, sodass wir uns alle wohler fühlen können. Ja. Und wenn du Unterstützung auf diesem Weg möchtest, dann schreib mir gerne. Dieses Thema hat mich ganz schön ins Schwitzen gebracht, aber jetzt ist es raus und ja, es lag mir sehr am Herzen. Also, ich wünsche dir alles, alles Liebe
und bis zum nächsten Mal. Ciao.